Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA Ultimate Team. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, in dieser Liga zu bleiben, aber für das müssen wir mit der Bundesliga-Mannschaft einfach mal heute den Sieg einfahren. So, und bis ich den Gegner gefunden habe, mache ich wieder einen Cut. Bis gleich, ciao. So, da haben wir den nächsten Gegner. Der hat sogar einen Gast dabei. Interessant. So, interessant, interesting, dass er hier einen Gast dabei hat. So. Oh, nettes Team. Ist jetzt nicht mal so ohne, würde ich sagen. Joa, 81er bewertet, 100er Chemie. Na, kann man schon mal anbieten. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das eventuell gerissen bekommen. Und da das ein oder andere Tor hier noch rauszimmern. Wäre halt schon cool, dass wir die Liga halten würden. Und die Münzen täten uns natürlich auch gut. Und natürlich unserer Mannschaft. So, ich stelle direkt von Anfang an wieder mal auf Offensiv. So, ich nehme ihm via Tricks den Ball ab. Ich bin da mal so frei. So, Mkhitaryan geht hier gut vorbei. Aber gegen zwei kann er sich dann auch nicht erwehren. Ist ein bisschen schade. So, dranbleiben, kein Foulspiel, sauber. Ah, Ramos, komm. Kämpfen. Sauber. Oh, komm. Voll an dem Pfosten. An dem Pfosten genölt. Hätte ich nochmal reinziehen sollen vielleicht. So einen ganzen kurzen Schritt. Abseitsposition hier. Oh, komm. Jetzt wird gepfiffen. Da waren wir dann doch noch dran mit die Santu im Abseits. Naja. Gute Möglichkeit schon wieder gewesen. Schön an dem, aber blöd an dem Pfosten genölt. Komm dir einfach mal vor. Kann man ja mal machen. Also, direkt zum Anfang, zum Wachrütteln des Gegners. Ein Tor wäre mir zwar lieber gewesen, aber naja, kann man nichts machen. Außer Spesen nichts gewesen. Oh, komm. Das muss ein Elfer. Genau so meinte ich das. Wenn ich so umgehauen werde, muss ich einfach einen Elfer kriegen. Wusch. Ja, da werde ich einfach nur umgehauen. So, Freistoß. Ganz easy. Butz, 1-0. Schön eingelocht zum 1-0. Wunderbar. Schöner Elfmeter. Traumhaft geschossen. So muss das. Ja, war ein Elfer. Den muss man sich nicht nochmal geben. Auch wenn er sich die richtige Ecke hat ausgesucht, ist das scheißegal. So, ich faul ihn lieber mal, bevor dass er hier durchläuft. Da habe ich keine Lust zu. Nicht wirklich. So, wups. Ah, macht da eine Ballrolle, aber ja, es sind halt nicht nur Tricks, die das Spiel ausmachen. Man muss auch wissen, wann man sie einsetzt. Ja, man kann da mal abziehen. Oder auch durchlaufen. So, Freistoß kommt. Alonso tritt. Kopfball. Ah, schade. Nicht. Ah. Dann stupst er mir den zweimal gut vom Fuß. Konnte ich nicht abziehen. Bin ich aber jetzt nicht mal böse. Kopfballduell. Ah, sauber. Ah, dranbleiben wäre cooler. So, Hammer. So, Ramos. Kommst du hin? Oh, werde ich umgehauen. Das haut mich aber von den Socken. So, nichts gibt's. So, Benaglio, danke. So, mach mal ruhig hier. Muss man ja nichts überhetzen. Oder überhasten. Wieso denn auch? Weil dann kann man mittendrin mal so ein Premium-Pässchen spielen. Und dann ist da mal wieder sowas drin. So ein Törchen oder so. So, komm. Alter, abseits. Dachte ich's mir. Wenn er erst Retour laufen muss, dass er zum Ball kommt und steht immer noch Höhe meiner Spieler, na, ist das mal Absatz. Abscheiz, nicht Absatz. Ein Absatzmarkt haben wir hier nicht. Nee, 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 du. So, weiter Auswurf. Okay. Dranbleiben. So, schön abgenommen. Einfach mal beherzt einsteigen mit Di Santo. Boah, dann grätscht er hier echt zuverlässig rein. So, Einwurf für uns. So, Rodriguez. Oh, schade.
Auf nach vorne, würde ich mal sagen. Oh, schade. Das war einfach zu offensiv gelaufen. So, aber jetzt erstmal dranbleiben. Oh, das ging voll auf den Mann. Da können wir ja hoffen, dass er auf dem Platz bleibt. Jo, bleibt da. Mit einer gelben. Vorverwarnt. Rodriguez, das war ein bisschen harsch, wie du da reingegangen bist, du Arsch. Naja. Besser gestoppt als das Tor kassiert. Wir müssen ja gewinnen, um in der Liga zu bleiben. Ja, halt schon eine schöne Aktion. So. Ja, mit dem Freistoß. Was macht er? So, haut den maßlos drüber. Wollte den direkt verwandeln auf die Entfernung. Da braucht man schon viel Glück für. Noah, wie der mal wieder nicht zum eigenen Mann kommt. Er geht vorbei. Passt. Ist genehmigt. So, nochmal. Versuchen wir es halt nochmal. Boah, läuft ungefähr genauso schlecht. So, jetzt wieder im Ballbesitz kommen. Ja, kann man mal machen. Denkt er sich. Gibt aber nichts, Mkhitaryan. So, Piszczek. Kommt nicht hin. Kommt nicht hin, der Gute. Oh, ups, nochmal zurückspielen hier. Auch wenn er hier sehr offensiv steht. Ah, jetzt, wo er zugestellt ist, stellen sie den Pass da rüber. So, weg damit. Ah, naja, instant wieder zurückgekommen. Alter, willst du mich jetzt verarschen hier? Boah! Zum Glück war Benaglio noch ein bisschen dran. Dass er den ein bisschen rüber tippt. Hat sich zumindest so angehört. Ja, Ecke. Ist klar, wenn Benaglio noch dran war. So, jetzt schnell machen. Ah, kommen wir nicht hin. Schade. Aber da kommen wir hin. Ah, schön. Nochmal ran da. Oh, drüber gezogen, aber viel zu weit drüber gezogen. Blöder Mist. Ja, zieht er da raus. Kann man ja mal machen. So, dranbleiben am Feind. So, Rodriguez, guter Spieler. Shit. So, komm schon. Eieiei. Sauber. So, raus damit. Oh, Ramos nimmt den schön mit. Boah. Aber seine Verteidigung kann gut arbeiten. Ach komm, ich stehe nur auf Offensiv. Wo sind meine Leute? Gut, ich war gerade im Angriff. Oh, weg damit. Premium weggesprungen. Ah, shit. Den haben wir schön weggetippt. Der ist zu weit. Da ist der Torwart dran. Aber jetzt ist erstmal Halbzeit. Wir sind in der 1-0-Führung. Gehen wir zur Halbzeit. Jetzt muss man natürlich aufpassen und weiter so spielen. Oder nicht wie die Schlussphase, eher wie die Anfangsphase. Und dann hoffen wir mal, dass hier was geht noch. So ein Sicherheitstor wäre halt geil jetzt gerade. So, nichts gibt's. Oh. Schön gegrätscht. Kein Ding, du. Boah, komm, ey. Was? Wie? Was? Wieso? Wie? Was? Hä? Foulspiel? Och nö. So, komm schon. Ran da, ran da, ran da. Danke. Oh, an die Latte. Boah, komm.
Hat er mal wieder einen Spieler umgenietet. Ja, Einwurf für uns. Gut so. Hei, hei, hei. Ja, dann machen wir das so. Nehmen wir ihn in die Hand. So, schön abschirmen. Butz 2-0. Yes. Da steht die Sandro einfach richtig. Gut gespielt, klug gesehen. Alter, und dann ist der drin. Aus heiterem Himmel, muss man ja schon fast sagen. Der kleine Fanblock, der mitgereist ist, feiert und jubelt. Da ist einfach mal eine Lücke da und dann, wups, drin ist er. Gut so. 2 zu 0. Zweimal Di Santo. Gut, das erste war ein Elfmeter. Ist jetzt nicht unbedingt so ein Premium-Ding dann. Ah, shit. Haben wir einfach herzhaft hergegeben, gerade den Ball. So, dranbleiben. So. Ihm mal die Tour vermasseln. So ein bisschen zumindestens. Eieiei. Ei, ei. Da machst du nix. Oh. Boah, den Nachschuss verzieht er aber gewaltig. Huiuiui. Haben wir Glück, dass wir noch die Null haben. Boah. Ja, Alter, wat? Rodriguez hätte das faul gemacht. Ist klar. So, aber den hat er schön uns gegeben. So, Di Santo, kommst du hin? Nee, leider nicht. Er köpft zurück. Wenn er zurückköpft, geht mal gar nichts. So, dranbleiben. So, nochmal zum Torwart und dann auf nach vorne mit dem Ball. So, im schönen Dreiecksverbund. So, Di Santo hat den ein bisschen komisch angenommen. Boah, komm, was war denn das jetzt, bitte? Ein Pups im Wind. So war der Ball ungefähr. Trifft am richtigsten die, die Wortwahl. Boah, okay. Kann man ja mal machen. Boah, der geht drüber. Abstoß, die nächste. So, Benaglio, mach weit. Also es ist noch nicht gegessen. Da müssen wir schon noch aufpassen. Vielleicht noch mal eins nachlegen. Ah, schade. So, ups. Oh, shit. So. Raus auf Di Santo. Ah, shit. Ballfinte angesetzt, aber wenn es nicht geht, geht's nicht. So, ihm an der Offensive gehindert. Fürs Erste. Ah, schade. Hätte ja klappen können. Oh, shit. Oh, kein Elfmeter. Kein gar nichts. Oh, Menno, was mache ich denn gerade? Einfach nur den Ball hinterherlaufen. Oder dem Gegner. Ja, kriegt er noch einen Freistoß. Ist mir ja schon fast egal. So, schön gemacht. Von Rodriguez da. Sauber. So, wer ist denn da? Mkhitaryan. Oh, schieße ich einen Torwart an. Oh, Butz, was für ein Teil. Unhaltbar ins Kreuzeck genagelt. Leck mich am Hintern, war der schön. Piszczek, sein erstes Tor für uns. Wunderbar. In der 76. Das muss man sich, glaube ich, nochmal echt geben. Das schöne Tor. Oh, der kommt da. Nimmt den zweimal. Setzt an. Und bam. Drin ist er. Richtig geiles Tor. 3-0. Ich würde sagen, das Ding ist fast gegessen. Wir haben die Liga gehalten. Nichtsdestotrotz, wir spielen munter weiter und versuchen unser Bestes noch.
auch die Null zu halten und eventuell vielleicht sogar nochmal nachzulegen. Das kann man ja mal. Kann man ja mal versuchen. So, schön zu Ramos. Oh, naja. Schön zur Ecke geklärt, der Torwart. Aber nichtsdestotrotz, es passt. Ah, schade. Mkhitaryan nochmal. Boah, Butz, 0 zu 4 unter die Latte gehauen. Richtig schön. Heute darf jeder mal. So wie es gerade aussieht. So, schön einfach mal durchgegangen durch den 16 und bumm. Unter die Latte gehämmert. Zumindest nicht nur einfach Latte, sondern unter die Latte. So. Aufhalten kann ich mittlerweile gut. Er zerfällt gerade innerlich, so wie es gerade aussieht. Das kenne ich irgendwo her. Geht mir ungefähr genauso immer. Wenn ich so weit zurückliege, schaut er eigentlich nur noch, dass er nicht zu Null verliert. Kann er aber mal vergessen. Ich halte dagegen. Oh. So, ups. Oh. Da ist er mal gut dazwischen. So, aber ich auch. Haha. Da haben wir den Ball wieder. Und auf nach vorne. So, Di Santo vielleicht. Der ist ein bisschen weit für Di Santo. Aus der Drehung heraus nicht so gut. Gelungen. Da wollte er sich durchsnacken. Ich nehme mir den Ball nochmal. Danke. Und, zu nah an Torwart. Kommt vor. Bumm. Aber instant wieder zurückgeköpft. Kann ja auch mal klappen. So, Freistoß. Ach komm. Just for the lols. War nicht mal weit entfernt. Hätte auch reingehen können. Oder zumindest aufs Tor gehen können. Shit. Johnson darf auch mal abziehen. Wieso nicht? Kann man ja mal machen. So, Ecke. Alonso, komm, bring sie anständig. Naja. Was für ein Hustensaft hier. Schade. Schöner Schuss, aber naja. Kann man nichts machen. War nicht drin. 4-0 haben wir gewonnen. So ist gut. So haben wir die Liga zumindest gehalten. Am Morgen geht es dann natürlich immer noch weiter mit der Liga 5. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dahin, ciao, ciao.